Das lange Warten hat ein Ende und nachdem ich jetzt meine vielköpfige Filmcrew dazu habe bewegen können, mal ein bisschen was für euch aufzunehmen, ist es jetzt soweit und ich werde mich daran wagen, den Podcast-Film zu machen. Ich bin der Bobson Bob. Viele kennen mich aus der Podcasterei oder vielleicht auch sonst aus dem Internet irgendwo. Ja, ich möchte das einfach mal angehen und euch heute mal ein bisschen das Podcast näher bringen. Zumindest aus meiner Sicht. So wie ich das mache und das für richtig halte, heißt nicht, dass es da andere Lösungen gibt. Das heißt, es gibt sogar garantiert noch 1000 andere Lösungen. Aber ich will euch mal vorstellen, wie ich das so mache. So, aber als allererstes, bevor wir jetzt hier weiter einsteigen, würde ich sagen, lassen wir erstmal den Daniel, den Brombeerfalter, zu Worte kommen. Der soll uns doch erstmal zeigen oder sagen, was er so macht. Ja, bitte Daniel, stell dich mal vor. Und wo kommst du her? Ich bin Daniel und komme aus Kehl in Baden-Württemberg. Was war dein erster Kontakt zum Podcast? Der allererste war, glaube ich, ein Geocaching-Podcast, den ich auf Webseiten so ein bisschen verfolgt habe. Aber so das erste Richtige, wo ich infiziert wurde, war NSFW, seinerzeit vor 6-7 Jahren. Und was war dein schönstes Erlebnis zum Podcasten? So ein einzelnes Erlebnis würde ich jetzt gar nicht rauspicken können. Aber diese Community, ob das jetzt Veranstaltungen sind wie Podstock zum Beispiel oder auch andere Treffen, das ist einfach immer wieder sehr, sehr schön. Aber jetzt einen speziellen Zeitpunkt oder ein spezielles Erlebnis kann ich da gar nicht benennen. Bist du Podcaster? So ein bisschen. Was sind deine Podcasts dann? Der Brombeerfalter, 4812, wo es um Radreisen geht. Und dann bin ich noch beteiligt am Brombeerlabor und am Käsekeller-Podcast. Ach so, ja, und die Krümelschublade des Internet, die auch noch. Okay. Was magst du nicht? Rhabarber und weiße Schokolade. Und was magst du? Dunkle Schokolade. Wenn du drei Wünsche frei hättest. Schwer. Aber wäre schon schön, wenn die Leute, die das über das Geschick der Welt gerade entscheiden, wenn die ein bisschen weniger hohl drehen würden. Das wäre schon mal so ein ganz wichtiger Wunsch. Und für die beiden anderen müsste ich mir noch länger was überlegen. Okay. Und wenn du möchtest, was wolltest du schon immer mal loswerden? Aktuell versuche ich, meinen alten Golf loszuwerden, aber das meinst du nicht. Nö, ich fände es schön, wenn die Community, die Podcast-Community weiter so schön freundlich miteinander umgeht, wie sie es derzeit überwiegend tut, weil die Atmosphäre, die finde ich großartig und das wäre schön, wenn das so weitergehen würde. Bin ich 100% deiner Meinung. Dankeschön. Gerne doch. Ist heute ein bisschen sonnig, aber trotzdem windig und ich hoffe, das geht mit der Aufnahme. Aber naja. Das hochwertige Equipment und die hochprofessionelle Produktion wird das sicherlich wieder gut machen hinterher. Ja, überhaupt erstmal zum Thema. Ich möchte heute, euch zeigen oder erklären, wie ich so podcaste. Was da so, wie ich das anstelle und was ich mache. Aber zuerst einmal, wenn ihr anfangt zu podcasten, müsst ihr überlegen, was habt ihr für ein Thema? Was wollt ihr den Leuten erzählen? Also aus meiner Sicht, ihr braucht gar nichts erzählen. Ihr braucht auch kein Thema. Ihr legt einfach los und fertig ist. Das Thema kommt meist von selbst. Ich zum Beispiel mache einen Personal Podcast. Das heißt, ich erzähle immer wieder mal, was mir so passiert ist den Tag über. Und ja, das ist einfach toll. Erstmal habe ich Erinnerungen aus den fast mittlerweile 10 Jahren meiner Podcast-Vergangenheit, was ich so alles gemacht habe. Und ja, gut. Aber wenn ihr ein Thema habt, ist es natürlich umso besser. Ist egal, ob das Stricken wichtig ist für euch. Die Musik ist für mich im Moment sehr wichtig. Und ja, eventuell seid ihr gut im Kochen. Ja, oder ihr könnt gut Kicker spielen, ihr seid geil darin, irgendwelche Sachen zu bauen. Ja, Podcast darüber, erzählt es den Leuten, lasst die anderen daran teilhaben. Und ja, alles ist gut. Also, so sehe ich das, ne? Ja, also Thema, schön, wenn ihr eins habt, aber noch schöner ist es, wenn ihr einfach mal loslegt. So, als nächstes habe ich noch den nächsten Podcaster jetzt für euch.
Das ist der Uli. Und ja, Uli, du stellst dich selber vor, weiß ich doch. Hallo, ich bin in Gießen und wenn ich schon mal in Gießen bin und Gießen ist ein gefährliches Pflaster, dann geht der Weg nicht drum rum, jemanden zu besuchen. Ja, und den zeige ich euch gleich, aber erstmal zeige ich euch, wie ich mich schütze. Sollte es wirklich mal knallen, dann haben wir hier einen Spitzbunker. Also, wir können uns viel Zeit lassen. Auf jeden Fall. Der nette Mann, den ich besucht habe, der kann sich ja vielleicht selber vorstellen. Ja. Hallo. Hallo, ich bin der Uli, komme aus Gießen, bin ein sogenannter Gießener Schlammbeißer. Das heißt, ich bin in Gießen geboren und wohne auch in Gießen. Was war dein erster Kontakt zum Podcast? Mein erster Kontakt waren, wie üblich, Tim Brittler von Holgi, würde ich mal sagen, wie für vielen Leuten wahrscheinlich, die ihren Podcast da gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, wie hieß das früher, diese Sendung, die sie mal regelmäßig gemacht haben. Ich überlege gerade, wie heißt die denn? Weißt du, hast du Not Safe for Work? Not Safe for Work, da bin ich dran zugekommen und Holgi halt gehört und dann so nach und nach so Reden und die Landfunker und ja, dann Bobs und Bob und immer alles zugehört und so bin ich zum Podcast gekommen, ja, so nach und nach. Was war dein schönstes Podcast-Erlebnis bisher? Naja, das ist ja ganz eindeutig. Zweimal war ich beim Bobs und Bob Sommerfest. Gar keine Frage. Das ist nicht abgesprochen, das ist wirklich so, weil man trifft halt wahnsinnig viele Leute, total nett sind und die man sonst nur von der Stimme her kennt und das macht einen riesengroßen Spaß, die mal live zu erleben und von daher war das immer ein guter Weg dahin. Klar. Und du bist selber Podcaster. Genau, ganz genau. Ja, wir machen das zusammen mit meiner Partnerin, mit der Sabine, mache ich das Radio Mobil Podcast. Wir unterhalten uns eigentlich mittlerweile über Gott und die Welt, sage ich jetzt mal so, machen ein bisschen Reiseberichte oder sonst so ein paar Allgemeinheiten. Aber eigentlich wollten wir anfangen damit, was über Wohnmobile zu erzählen, weil wir ein Wohnmobil haben und weil wir ein bisschen in der Gegend rumfahren damit. So ein bisschen über Technik, über die Ausstattung, vielleicht auch eine Kaufempfehlung. Das ist so unser Anliegen ursprünglich gewesen. Und mittlerweile ist halt so auch so ein bisschen einfach berichten, was man so treibt und ja, podcasten einfach. Aus Spaß und Freude. Was magst du nicht? Also, das ist auch ziemlich einfach. Ich mag eigentlich alles bis auf Brokkoli und Rosenkohl. und Rindfleisch. Mag ich auch nicht gerne. Ich auch nicht. Was magst du? Was mag ich? Ich mag meinen Audi S4 C4. Den mag ich sehr gerne. Aber das ist nicht so wichtig. Mag die Sabine, klar. Mit der bin ich zusammen seit vielen Jahren. Und was mag ich sonst noch gerne? Meine Arbeit mag ich sehr gerne. Die mache ich sehr gerne. Also da freue ich mich jeden Tag drauf, wenn ich da arbeiten gehen darf. Weil es macht richtig viel Spaß. Mit den Arbeitskollegen, die Jungs rundherum. Also das ist richtig cool. Und ansonsten bin ich eigentlich zufrieden, würde ich sagen. Super. Wenn du drei Wünsche frei hättest, was hättest du da? Drei Wünsche. Also einmal wäre mir wichtig, dass die Biene halt wieder gesund werden würde mit ihrem kaputten Arm. Das wäre halt wichtig für mich. Wenn es ihr besser geht, geht es mir auch gut. Das ist klar, weil jetzt ist sie gerade in Reha. Deswegen kann sie auch nicht dabei sein. Ansonsten eigentlich bin ich rundherum zufrieden. Wie gesagt, ich habe einen guten Job, alles läuft. Ja, ich habe eine schöne Wohnung. Also ich habe eigentlich keine, muss ich echt sagen. Super. Steh morgens gesund und munter auf, das ist auch wichtig. Muss nicht zum Arzt gehen. Ich bin ja schon ein bisschen älter und habe trotzdem keine Beschwerden, außer meine schiefen Augen. Aber das ist das Einzige. Das macht Persönlichkeit aus. Wahrscheinlich. Ne? Ja, ist so. Wer weiß das. Was wolltest du schon immer mal loswerden? Gibt es da was? Was ich immer loswerden wollte? Oh, das ist schwierig. Das ist... Krübel. Das ist so eine Frage. Eigentlich fällt mir nichts ein dazu, muss ich echt sagen. Also das ist ja bei uns Podcastern auch eigentlich so, wenn wir was loswerden wollen, dann quatschen wir es sowieso raus, von daher staut man nichts auf. Also ich war gestern beispielsweise bei der Biene, die zu besuchen in Bad Wildungen in der Reha, sind wir nach Kassel gefahren. Das erste, was wir gemacht haben, waren oben am Herkules, haben das Gerät rausgeholt, haben eine Aufnahme gemacht. Ja, das ist so super. Das Typische. Wenn ich irgendwas sehe, was mir gefällt, mache ich eine Aufnahme, nehme irgendwas auf, wir sprechen drüber. Das hat sich gestern alles so ergeben. Dann sind wir in der Blasmusikveranstaltung reingeraten gestern. Das passte zu Kassel wiederum, zu einem großen Kurfürst. Also ja, eigentlich gibt es nichts zu sagen, was man nicht bei uns so schon hören kann. Super. Danke, Uli. Schön. Ja, gut, gerne. Dass du für mich da warst. Ja? Auf jeden Fall, okay. Gerne. Ciao. Ja, wenn die Idee geboren ist und ihr habt jetzt wirklich auch... ja, richtig Bock loszulegen, denn das ist wichtig. Lust müsst ihr dazu haben, wenn man das macht, um sich irgendwie... Man denkt, ja gut, wenn ich jetzt einen Podcast mache, ich möchte damit Geld verdienen oder so. Ja. Nee, ich find's eigentlich geil. Muss nicht unbedingt sein, oder?
Also ich finde, viel wichtiger ist es, wenn man Spaß hat. So, okay, als nächstes kommt das Mikrofon. Mikrofon ist so ein Thema für sich. Also erstmal, wie wollt ihr aufnehmen? Wo wollt ihr aufnehmen? Wenn ihr zu Hause in eurem Kämmerlein aufnehmen wollt, dann würde ich euch empfehlen, einfach, ein Großmembranmikrofon zu nehmen. Also die gibt es zum Beispiel von Rode, das NT1, das ist das, was ich benutze. Das ist fantastisch. Also das hat einen super Klang, die Bässe und das Spektrum, das ist richtig klar und gut zu verstehen und hat den großen Vorteil, dass es wirklich glasklar ist. Man versteht euch wirklich super gut damit. Und es gibt eigentlich nichts. Der Rauschabstand ist riesig. Ihr hört quasi, es kommt einem professionellen Tonstudio schon sehr nahe. Das ist ja immer so das mit den letzten 10-15%. Also ich bin mit dem Rode NT1 super zufrieden. Ich mache hier keine Werbung, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Ich werde auch nichts verlinken unter dem Video. Das gibt es hier nicht. Es ist bloß so, wie ich das mache. Ihr könnt euch das selber raussuchen. Wirklich, da möchte ich nicht drauf eingehen. Fürs unterwegs hier finde ich von Beyer Dynamics habe ich eins, ein Headset. Das ist auch ein Kondensatormikrofon. Kostet ein bisschen mehr. Aber wer da Interesse hat, kann sich ja bei mir mal melden. Das ist gut für unterwegs. Also mit dem Ding kann ich recht saubere Aufnahmen machen, auch während der Autofahrt, ohne jetzt großartig Nebengeräusche zu haben. Ich kann es ziemlich weit runterstellen, den Gain, und habe dann sehr, sehr wenig Nebengeräusche. Deswegen habe ich dieses Beyer Dynamics Headset. Und das ist eben der Punkt. Wo wollt ihr aufnehmen? Und welchen Aufwand wollt ihr betreiben? Ne? Wenn ihr jetzt einfach bloß mal einen Podcast aufnehmen wollt, um das mal ein bisschen auszuprobieren, dann nehmt doch einfach euer Handy. Ja? Sonst mikrofontechnisch würde ich sagen, ja, ich würde schon ein Kondensatormikrofon nehmen. Also so oder so. Also da gibt es ja verschiedene Arten und Formen, wie gesagt. Ich würde mal überlegen vielleicht, wollt ihr... jetzt komme ich schon in die Audioschnittstellen. Das wollte ich gleich als nächstes machen. Aber wie wollt ihr mit dem Mikrofon in euren Computer gehen? Es gibt ja die Möglichkeit, dass ihr ein Mikrofon kauft, was gleich einen USB-Anschluss hat. Normalerweise haben die Mikrofone das nämlich nicht. Da sind so XLR-Stecker dran. Und XLR ist eigentlich ein Audiosignal, was du erst umwandeln musst in ein digitales Signal. Ja. Und aber da komme ich als nächstes zu. Jetzt würde ich sagen... Lass ich erstmal den Frank Backhaus zu Wort kommen. Der Mann liegt mir wirklich am Herzen. Das ist ein toller Typ. Ja, guckt euch das mal an. Bis gleich. Keep on singing. This the reason why Jesus took my blues away. Jesus Christ, He took my blues away. Jesus Christ, He took my blues away. And we want Him to come in your life to stay. Hallo, Frank. Jo. Wolltest du dich mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Frank Backhaus und ich komme aus dem Oberbergischen Kreis, aus einem kleinen Dorf namens Hunsheim. Okay. Und ich habe dich hier im Podcast-Film, weil du mit Podcast schon Kontakt hattest. Oh ja. In irgendeiner Form. Das stimmt. Kannst du dich an deinen ersten Kontakt der erste erinnern. Kontakt, das klingt wie bei Star Trek, der erste Kontakt mit den Borg, nein, mit den Vulkaniern. Genau. Die mit den spitzen Ohren. Bei mir waren es keine Vulkanier, sondern das war mein Bruder, der Klaus Backhaus, der hat mir mal, ich weiß gar nicht mehr, ein WhatsApp oder eine E-Mail geschrieben, er wird da immer was aufnehmen und ich könnte mir das ja mal anhören, wenn ich wollte, und das
war mein erster Kontakt zum Thema Podcast. Vorher wusste ich damit gar nichts anzufangen. Ich hatte zwar immer diese App auf dem Handy, aber wofür war mir nicht so geläufig. Jetzt weißt du es. Jetzt, ja. Frank, was war dein schönstes Podcast-Erlebnis bisher? Ich finde es natürlich immer wieder schön, mit meinem Bruder zusammen im Backhaus Castles zu machen. Und so auch richtige tolle Highlights sind immer auf der Night of the Pods, wenn wir da so, weißt du, wir sind zusammen, miteinander, machen da schöne Dinge und das ist immer so schön lebendig und neu und das gefällt mir einfach großartig. Das ist ganz mein, also das ist auch meins. Das ist so wirklich schön. Mein Ding. Vor allen Dingen, auch wenn es ungeplant irgendwie weitergeht und man was improvisiert. Und ja, das dann wird es ja eigentlich erst interessant. Dann, das genau. ist das Salz in der Suppe. Genau, ja. genau. Also ich höre raus, du bist auch Podcaster dann dementsprechend. Ich bin mir da nie so sicher, weil im Grunde tauche ich ja immer im Tandem mit meinem Bruder, mit dem Klaus auf. Und wir beide zusammen, also er ist deutlich mehr Podcaster als wie ich, sagen wir im Oberbergischen, als ich. Und genau, und aber das macht mir dann Spaß und ja, das ist so schön. Einen Alleine-Ausritt hatte ich einmal und gut. Ja, der hat mir auch sehr gut gefallen, dein Ausritt nach Schönhagen. Ach, ja. Frankie goes Hollywood, Schönhagen. ja, Frank, du sagtest schon, ihr habt einen Podcast, ne? Mhm. Und der ist und heißt? Das ist der Backhauscast. Ja. Der einzige Podcast mit Wanderwaffeleisen, soweit ich weiß. Das Wanderwaffeleisen, das musst du jetzt kurz erklären. Wir haben in unserer Erstausgabe ein Waffeleisen bei Amazon gekauft, weil angeblich das nur trockene Waffeln backt. Dann haben wir es ausprobiert und festgestellt, es ist gar nicht so. Und seitdem verschicken wir dieses Waffeleisen durch die Podcast-Welt mit der Aufgabe, probiert das doch auch mal aus, lasst uns ein Rezept im Logbuch und schickt es dann an den Nächsten, den wir auslosen, weiter. Und kommt in unseren Podcast und erzählt was. Eine tolle Idee für mich, ja. Ruhe bei lecker allein. Ja, pass auf, jetzt hatten wir ja gerade das mit der Waffel. Also ich esse gerne Waffeln. Ja. Aber ich weiß aus einem Vorgespräch, dass du irgendwas nicht magst. Was magst du denn nicht? Genau. Was ich überhaupt nicht mag, wenn ich spontan immer sagen soll, was ich nicht mag, fällt mir immer als erstes Rosenkohl ein. Weil ich komm mit dieser Pflanze nicht zurecht. Ich habe schon gehört, es gibt verschiedene Zubereitungsformen, aber die ich bisher erwischt habe, die waren immer nicht so mein Geschmack. Ich habe dich schon als Auflauf, so viel mit, gibt's da. Ne? Mit viel Sauce Hollandaise gibt es. Es darf nur nicht mehr nach Rosenkohl schmecken. Gut, muss jetzt nicht um. Geschmäcker sind verschieden. Ja, klar, genau. Ansonsten, was mag ich noch nicht? Menschen, die chronisch schlecht gelaunt sind, das ist auch schwierig. Ja, genau, mal ein bisschen weg. Was magst du denn dann? Ich mag's, wenn es heiter und bunt zugeht und laute Musik, tiefe Bassdrums, das ist so mein Ding. Das mag ich absolut. Er mag Musik, das nur wenn sie laut ist. Nein, auch, das ist ja, natürlich Quatsch, aber auch. Ne? Ganz besonders dann, genau. Ja, wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen? Wahrscheinlich würde ich mir erstmal wünschen, dass ich noch drei Wünsche frei hätte oder so. Ich weiß das nicht, ehrlich gesagt. Ich bin so wunschlos glücklich mit allem, was ich so im Moment habe und wieder habe und erleben darf, dass ich könnte das nicht sagen. Vielleicht würde ich mir was für andere wünschen, irgendwie, dass denen besser geht. Oh, oder toll. So. Aber das ist schön. Das hat noch keiner so, gesagt. So für mich, weiß ich, alles ist gut. Wenn du jetzt mal so kurz überlegst, was möchtest du gerne mal rausbrüllen in die Welt? Was willst du loswerden? Irgendwie was du den Leuten mitteilen möchtest? Isst mehr Pommes. Ja, super. Und was ich ja auch immer wieder schreibe, ist, bleibt fröhlich. Weil ich finde einfach, weißt du, wir sind manchmal so mit uns selbst beschäftigt und mit unseren Alltagssorgen und Problemen. Und da ist Fröhlichkeit, nicht albern, sondern Fröhlichkeit, eine gute Art und Weise, mit dem Leben umzugehen. Hm. Ja, das finde ich auch so. Ja. Genau. Frank, danke schön. Möchtest du zum Abstieg noch ein bisschen was spielen? Ja, das könnte ich machen. Was Tolles auch. Mal sehen, was mir so einfällt.
Ja, danke, Frank. Toll, also ist das nicht klasse? Also, das ist die Podcasterei, ja? Also ihr macht das nicht nur, um anderen Freude zu machen, sondern ihr selber gewinnt dadurch so viel. Und ich habe ganz, ganz, ganz viele Freunde und auch wirklich gute Freunde kennengelernt. Und ja, die ich heute vorstelle hier, kann ich eigentlich ja alle zu meinem Freundeskreis zählen. Mit dem einen habe ich ein bisschen mehr zu tun, mit dem anderen ein bisschen weniger. Aber das sind durch die Bank alles nette Typen. Ja, danke nochmal, Frank. So, als nächstes kommt die Audioschnittstelle. Da hatte ich gerade schon mal kurz drauf angesprochen. Und zwar, das Mikrofon hat ein Audiosignal. Und der Computer kann an sich erstmal nichts damit anfangen. Klar gibt es Computer mit einer Audiokarte drin oder so. Da gibt es ja einen Mikrofonanschluss und so. Aber das würde ich euch jetzt nicht empfehlen. Da leidet meist die Qualität doch enorm drunter. Ja, ich habe das Rode NT1, hatte ich ja schon gesagt. Und habe eine USB-Schnittstelle genommen, wo gleichzeitig ein Mischpult dran ist, wo ich dann nochmal einen anderen Ton, also ein anderes Tonsignal einspeisen kann. Zum Beispiel vom Laptop oder vom iPad kann ich so kleine Einspieler machen, wenn ich einen Podcast aufnehme oder so. Dann gibt es aber auch einfach nur eine Schnittstelle, wo du dein Mikrofon reinsteckst mit diesem XLR-Kabel und dann über USB in den Computer gehst. Vielleicht, meistens ist noch ein Genregler dran, um das auszusteuern natürlich. Das muss es haben, aber das war's. Ganz, ganz einfach weg. Gibt's also auch. Eigentlich reicht das auch. Denn wenn ihr da keine Spielereien machen wollt, braucht ihr das nicht. Also die gute Nachricht ist beim Podcasten, ihr nehmt das ja auf und könnt hinterher immer noch irgendwas reinschneiden. Ihr habt Möglichkeiten ohne Ende, bevor ihr das veröffentlicht. Aber dazu komme ich gleich noch. Erstmal nochmal kurz zu diesem Mikrofon mit eingebauter Schnittstelle. Die gibt es nämlich auch. Recht günstig sogar. Bei den größeren Audio-Versandhändlern oder Musikalien-Versandhäusern. Da bekommt ihr also auch Großmembran-Mikrofone oder überhaupt Mikrofone mit USB-Schnittstelle. Solltet da mal nachschauen. Also das ist nicht so schwierig. Und ja, wie gesagt, gibt's en masse von, das ist wirklich kein Problem. So, ich müsste jetzt mal kurz eben spicken auf meinem Zettel, denn ich bin hier im Wald. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich meinen Rechner jetzt nicht mitgenommen habe. Und deswegen muss ich mal gerade gucken, wer als nächstes kommt. Ja, als nächstes kommt der Landstuhler. Da freue ich mich auch schon drauf. Der Landstuhler, den habe ich auch getroffen beim Landfunker, bei der Landfunker Weihnachtsfeier war das, ja genau. Also ist schon ein bisschen her. Tut mir leid, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es soweit. Landstuhler, bitteschön, stell dich vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Tach, hier Landstuhler. Ich komme gebürtig aus dem Landstuhl, wohne aber in Heddesheim. Was war dein erster Kontakt zum Podcasten? Mein erster Kontakt zum Podcast war klassisches Hören. Angefangen habe ich praktisch mit dem Domian-Podcast, dann ging es über die Dosenfischer weiter. Und richtige Podcaster habe ich kennengelernt beim Bobs & Bob Sommerfest. Was war dein schönstes Podcast-Erlebnis? Mein schönstes Podcast-Erlebnis war die erste Teilnahme am Podstock 2017. Damals habe ich als Hörer teilgenommen. Ich hatte damals beim Ratinger-Podcast eine Karte. Nicht gewonnen, aber der die Karte gewonnen hat, hat sie mir weitergegeben. Und dann habe ich die Chance direkt genutzt und bin in Podstock 2017 sogar das erste Mal auf der Bühne gelandet. Bist du Podcaster? Ich war damals 2017 noch kein Podcaster, ich war Hörer, habe damals sehr, sehr viel Podcast gehört und da hat mich dann auch der Klaus Backhaus ein bisschen motiviert und auch der Martin Rützler, also die ganze Community auch selbst ein Projekt aufzusetzen. Und dann habe ich mit einem eigenen Personal Podcast angefangen, das ist der elitehörer.de. Und war auch mit dem Sven, a.k.a. Ratinger, war ich auch mal unterwegs. Da gibt es auch so ein paar Folgen. Also habe mich da so langsam ans Podcasten, an meinen eigenen Podcast angetastet. Was magst du nicht? Was ich nicht mag, ist personenbezogen Leute, die sehr oberflächlich sind, die unentspannt sind, die einfach dir so kein gutes Gefühl geben. Aber ansonsten bin ich eigentlich ja, mit allem so zufrieden. Was magst du? Eis. Eis. Eis und Essen. Weiß, was jetzt kommt, wenn du drei Wünsche frei hättest. Weltfrieden,
Eis und das essen, was man will, ohne dass man so viel Sport dafür machen muss, um das Gewicht zu halten. Als letztes, was wolltest du schon immer mal loswerden? Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich alles direkt loswerde. Habe aber in der letzten Zeit gemerkt, dass das manchmal nicht so gut ankommt. Und deshalb, wie gesagt, vielleicht mal eher so nicht so viel sagen. Aber eigentlich, was ich sagen will, das sage ich auch. Aber momentan hier in der Runde muss ich nichts sagen. Vielen Dank, Michael. Gerne. Ciao. Na, was meint er? Cooler Typ, ne? Ach, das ist so toll gewesen. Überhaupt dieses Treffen war so klasse. Da diese ganzen Leute, die man so immer nur so ein, zwei Mal im Jahr sieht, mal wieder zu treffen. Ja. Der Landschuler war auch öfter mal bei mir zum Sommerfest gewesen und ja, dieses Jahr leider nicht. Weiß nicht wieso, aber er, ja, toller Typ. Und habt ihr ja auch gesehen. So, warte mal, was wollte ich? Ach so, jetzt geht es um den Computer. Ich hatte ja gerade schon mal angefangen zu sprechen über den Computer. Ich kann den jetzt nicht mitnehmen, um hier Sachen zu sehen, weil ich habe einen Computer mit einem relativ großen Display. Und das brauche ich auch für meine YouTube-Geschichte. Aber für euren Podcast braucht der gar nicht so riesig sein. Da reicht eigentlich ein kleiner Personal-Computer mit einer mittleren Leistung. Also es muss jetzt nicht der riesen Gaming-PC sein oder so. Da macht ihr einfach mal ganz locker weg. Nehmt den, den ihr habt. Als Software drauf würde ich euch empfehlen, wenn ihr einen Mac habt, könnt ihr gleich mit GarageBand loslegen. Oder aber, was auch wirklich gut ist, ist dieses Logic. Dieses Logic ist super. Das ist ein super, eine super DAW, Digital Audio Workstation, so heißt das nämlich. Da kann man super mit loslegen, wenn ihr einen Mac habt. Auf dem Mac läuft natürlich auch Reaper. Das ist dann schon das dritte im Bunde. Reaper hat den wirklich coolen Vorteil, dass es da ein Plugin gibt, und zwar Ultraschall. Und Ultraschall ist ein Plugin für diese DAW Reaper, die speziell für Podcaster gemacht ist. Das hat der Ralf Stockmann mal irgendwann, ich glaube Ralf Stockmann war es, der das entwickelt, und ja, gibt es ein paar Features, wie zum Beispiel Mixerei und Veröffentlichen und so. Ihr müsst euch das mal angucken. Aber ich selber nutze das nicht. Ich habe das Logic, deswegen kann ich das nur anschneiden. Was auch viele nutzen, ist Audacity. Audacity ist die letzte, ja, DAW, die ich jetzt hier nennen möchte, weil das ist dünnes Eis, kenne ich mich nicht aus. Wie gesagt, Logic kann ich euch was erzählen, aber da bin ich leider raus. Für irgendeine muss man sich halt letztendlich entscheiden, und das ist so, dass ihr dann da eure Spuren aufnehmt, oder wie ich jetzt, ich nehme jetzt hier mit so einem H5 auf. Ich habe am Handy zwar auch einen guten Ton, aber besser ist es, man nimmt das nochmal hier mit so einem Gerät auf. Ich sehe gerade, ich könnte mal die Hold-Funktion anmachen, dass mir da nichts schief läuft. Ja, genau. Das Gerät hier nimmt für mich den Ton auf. Sonst könnte ich mein Mikrofon auch gar nicht an das Videogerät anschließen. So. Wenn ihr so ein Teil habt und nehmt damit auf, dann könnt ihr diese Spuren hinterher in die DAW einladen, also reinschieben und da zurechtschneiden. Vielleicht noch euer Intro rein, eine kleine Melodie, Outro dran, und dann ja, könntet ihr das in eine Audiodatei umwandeln in dem Moment. Also dass das Ganze zusammen in einer Audiodatei mit der richtigen Lautstärke, könnt ihr jede Spur machen. Vielleicht hier oder da noch ein bisschen mit dem Equalizer bearbeiten oder Kompressor oder. Das bleibt also jedem selbst überlassen. Es gibt dann noch eine andere Möglichkeit, was man noch machen kann. Aber ja, dazu komme ich gleich. Jetzt kommt erstmal der Oboeman. Der sitzt vor seinem, ich sehe das noch vor meinem inneren Auge, der sitzt vor seinem Wohnwagen und erzählt uns. Das ist auch eine, ist auch was Besonderes, weil ich glaube, den Wohnwagen hat er mittlerweile gar nicht mehr. Aber ich möchte mich ja trotzdem nochmal dafür bedanken, überhaupt bei allen, die mir das eingesendet haben oder die mir geholfen haben, diesen Podcast-Film wahr werden zu lassen. Ja? Schön, dass ihr alle mitgemacht habt, und jetzt, ja, wie gesagt, erstmal der Oboeman. Hallo zusammen, ich bin der Oboeman, darf heute eine Aufnahme für den Podcast-Film machen. Ich bin in München geboren, bin dort aufgewachsen, habe da studiert und dann aufgrund meines Berufes als Orchestermusiker weit gereist durch die Welt. Ich bin immer schon jemand, der gerne hört. Ich habe früher viel Radio gehört und später
dann eben auch zum Podcasten gekommen, insbesondere Radiosendungen, die ich dann eben dann hören kann, wenn ich Zeit habe. Denn als Musiker habe ich nicht immer die Zeit, abends mal eine interessante Sendung zu hören oder am Wochenende. Und da bin ich also sehr dankbar für Podcast. Und dann hat es auch nicht lang gedauert, dass Personal Podcasts dazugekommen sind. Ein Kontrabassist der Berliner Philharmoniker zum Beispiel, der Friedrich Witt, hat mal einen sehr schönen Podcast gemacht. Und so bin ich zum Podcast hören gekommen. Das war also mein erster Kontakt zum Podcast. Ich muss immer ein bisschen auf den Spickzettel von Bob hier drüben schauen. Ich selber bin dann mittlerweile jetzt auch Podcaster. Ich mache den Umwomukum-Podcast. Da berichte ich über das sind Umzüge. Ich bin als Musiker mit meiner Familie sehr oft umgezogen. Da gibt es immer wieder Berichte aus verschiedenen Städten, Ländern und Episoden. Wo ist Wohnwagen? Hier, ich sitze vor meinem Vorzelt vom Wohnwagen. Ich nehme das hier am 14. Dezember 2018 draußen im Freien auf dem Campingplatz auf. Ist doch auch mal was. Also, Wohnwagen, Camping. Musik, das ist mein Beruf. Ich erzähle manchmal über Dinge, musikalische Dinge, aber so, dass es die Allgemeinheit versteht. Und KUM ist einfach die Abkürzung von Panoptikum, das eben ein sehr bunter Podcast sein soll. Mittlerweile bespreche ich auch Bogenschießen oder auch ganz andere Dinge, was halt gerade so kommt. Was ich nicht mag, steht hier. Was ich nicht mag, nun, ich mag, das ist schwierig, ich mag vieles. Ich mag nicht, wenn Leute unaufrichtig sein sind, wenn Leute ohne Anwesenheit anderer über diese herziehen, egal in welchen Medien, diese Hetzerei hintenrum, das mag ich nicht. Und sollte das in Podcasts vorkommen oder in Vor- und Nachgesprächen von Podcasts, da bin ich also auch wirklich kein großer Fan davon. Was ich mag, ja, eben Aufrichtigkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft. Und das erlebe ich ganz viel in der Podcast-Szene, unheimlich viel Hilfsbereitschaft und freundliche Menschen. Menschen, die man noch nie gehört, gesehen haben, die aber sagen, Mensch, ich höre deinen Podcast, und dann trifft man die mal. Und es ist so, als ob man sich schon seit Jahren kennt. Das ist also ganz faszinierend und das mag ich sehr. Drei Wünsche, ja, Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Ich weiß, das ist nicht sehr einfallsreich, aber das ist das Wichtigste, damit wir alles andere, egal ob unser Beruf, unsere Hobbys, unsere Familie, was auch immer, gut nachgehen können. Was wollte ich immer schon mal loswerden? Macht euch nicht so viel Gedanken über die Hörerzahlen. Natürlich schielen wir drauf und sagen, Mensch, ui, toll, so und so viele Downloads. Aber ich kenne das als Musiker selber auch. Und wenn nur eine Person im Publikum sitzt, auch für diese eine Person ist es wert, dass ich spiele und dass es sich gut fühlt. Macht eure Podcasts. Hörerzahlen haben nicht immer auch was mit Qualität zu tun. Das kennen wir vom Rundfunk, vom Fernsehen auch. Da gibt es in manchen Spartensendern spätnachts zu ganz komischen Zeiten gibt es die tollsten Sendungen. Wenn ihr dazu gehört, tolle Podcasts aufzunehmen, macht das und wir hören zu. Egal ob einer, fünf, zehn, hundert, 50.000, 1 Million. Habt Spaß dran. So viel für heute. Liebe Grüße, der Oboman vom Umwomukum Podcast. Ja, danke Christian. Toll gemacht. Jetzt wollte ich noch ganz kurz anschneiden wegen dieser Audiogeschichte. Und zwar gibt es die Möglichkeiten, das mache ich also auch, die Audio-Files, die ihr dann zu einer WAV-Datei, WAV oder AIF, ein unkomprimiertes Format, das ist wichtig, umgewandelt habt mit eurer DAW, nachdem ihr richtig schön die Spuren alle angeglichen habt und das mit den Tönen und der Höhe, Tiefe, alles so passt, ja, dann könnt ihr das zu Auphonic schicken. Und Auphonic ist ein Anbieter aus Österreich. Österreich? Ist das so? Aus Österreich, ja, ich glaube schon. Wenn nicht, ja, Steine liegen ja überall rum. Ja, da könnt ihr das hinschicken und die komprimieren das Signal schön, die entrauschen das, sehen zu, dass ihr so richtig schön eine Lautstärke habt und auch immer die gleiche Lautstärke. Das ist auch wichtig. Wenn ihr einen Podcast habt, der in der Lautstärke dermaßen schwankt, dann stellt ihr im Auto zum Beispiel euer Autoradio richtig laut
Und im nächsten Moment brüllt der dann da rein und das Ganze ist überhaupt nicht komprimiert und es geht so laut mit dem Mal, dass dir die Ohren wegfliegen im Auto. Das finde ich immer ganz grässlich. Oder dass man es ganz laut stellen muss und am Ende kommt dann das laute Intro, ne? Und brüllt einen so an. Nee, also da solltet ihr drauf achten. Das ist vielleicht noch wichtig, dass man da mal so guckt, dass man das so ein bisschen, wenigstens so einigermaßen angleicht. Und Auphonic ist da super. Man kann da 2 Stunden im Monat kostenlos bearbeiten lassen und ja, geht erst rein. Ja. Ist ja sowieso noch so eine Sache. Ich hatte ja noch gesagt, wie ihr podcastet, ne? Es gibt ja Leute, die möchten nicht alleine podcasten, so wie ich. Ich mache das ganz gerne. Ich setze mich dann zu Hause hin, erzähle so meine Geschichte. Aber was ich auch gerne mache, ist mit anderen Leuten zusammen podcasten. Wir zum Beispiel machen das gerne im Teamspeak. Da gibt es die Pod-WG. Der Raiden, der Sven hat das, also Sven im richtigen Leben und Raiden im Internet hat das ins Leben gerufen, hat diese Seite gebaut, kann man sagen, diesen Teamspeak-Server. Und da kann man sich also mit vielen Leuten treffen und aufnehmen. Man kann da auch einfach so mal ein bisschen, das ist wie im CB-Funk früher, weiß nicht, kennt ihr das noch? Ja, die Älteren von euch kennen das bestimmt noch. Da sitzt man dann mit mehreren Leuten auf einem Kanal oder und hört sich gegenseitig zu. Dann erzählt der eine die Geschichte, was ihm den Tag über passiert ist und der andere. Und sowas Ähnliches haben wir auch schon gemacht. Das ist dann der Raidinger-Podcast zum Beispiel, die Landfunker zum Beispiel oder ich hole nicht weiter aus. Es gibt ganz, ganz viele, guckt euch selber mal um im Podcast-Universum und das ist wirklich, da gibt es richtig lustige und auch wissenswerte Sachen. Ich hole da nicht so weit aus. Das würde viel, 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 viel zu lange dauern. Außer Teamspeak gibt es natürlich noch Mumble. Mumble ist sowas Ähnliches, ne? Kann man halt mit mehreren Leuten auf dem Kanal sein und sich dort unterhalten und aufnehmen. Gleichzeitig kann jeder seine eigene Spur aufnehmen dort. Das war mal der große Vorteil von Mumble. Ich glaube, das kannst du mittlerweile, aber bei Teamspeak auch. Wichtig ist ja, wenn jeder seine Spur hat, dann kannst du hinterher, wenn der eine räuspert oder so, kannst du den mal gerade rausschneiden. Du musst nicht die ganze Spur tot machen, weil der andere vielleicht in dem Moment gerade was erzählt und ich räusper den da rein. Dann ist das, wenn es auf einer Spur ist, blöd. Kann ich ja nicht rausschneiden, weil ich dann den anderen ja auch mit rausschneide. Wenn jeder seine eigene Spur hat, kann ich halt sagen, okay, ich nehme jetzt mein Räusperchen raus und der andere redet einfach weiter. Merkst du nichts von. Ne? Das ist halt der Vorteil, wenn du eine Mehrspuraufnahme machst. Das wollte ich noch kurz dazu sagen. War früher bei Mumble der große Vorteil. Mittlerweile kann Teamspeak das auch. Und ich glaube, letzten Endes kommt viel mehr drauf an, wie die Leute drauf sind und was sie so erzählen, als wo man das aufnimmt. Ne? Ja. Puh. Oh, noch weiter. Moment mal, ich habe jetzt gerade eben was vergessen. Und zwar gibt es da noch einen, den ich nicht... Studiolink, ach, brauche ich gar nicht gucken. Studiolink, natürlich. Der Studiolink dürft ihr nicht vergessen. Das ist auch nochmal so eine Art, na, es ist kein Server, aber es ist auch eine Möglichkeit, miteinander zu telefonieren und zwar direkt in einer eigentlich noch besseren Audioqualität wie die anderen. Also man sagt, es ist, da bin ich nicht weit genug. Also man sagt, es wäre wohl wie eine unkomprimiert Übertragung. Also richtig gute Qualität. Wer sich da schlau machen möchte, da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Wie gesagt, ich rede aus meiner Bubble, das, was ich mache. Und die Möglichkeiten wollte ich euch nur einmal kurz aufzählen. Also es gibt sicherlich noch unendlich mehr, wo man sich treffen kann und Podcasts aufnehmen, wenn man mit mehreren sein muss. Aber lasst die Finger vom Skype, das ist wirklich nichts mehr. Das ist von der Qualität her einfach, mittlerweile können die anderen das alle besser. Meine Meinung. Ich werde nachher wieder gesteinigt, ich sehe das schon. Aber wo ich jetzt gerade von Raidinger erzählt habe und vor allen Dingen von den Landfunkern, liegt es mir jetzt am Herzen, natürlich erstmal von den Landfunkern jemanden ranzulassen, und zwar den Uwe.
Der Uwe, das ist auch ein feiner Kerl. Bei dem war ich im Garten, hat da gerade seine Hundehütte gebaut. Aber seht euch das mal selber an. Ich suche so die Podcaster auf und habe gleich an dich gedacht, wo ich einmal bei den Landfunkern bin. Bist du dabei? Ja, selbstverständlich bin ich dabei, kein Problem. Super, schön. Wer bist du und wo kommst du her? Also ich bin der Uwe Klein und ich komme aus dem Westpfälzischen. Ländliche Gegend hier, wunderbar. Und das ist meins, ja. Was war dein erster Kontakt zu Podcast? Der erste Kontakt zu Podcast eigentlich war von meinem Kollege, der Ralf, der war es von mir. Der hat mir zu mir gesagt, vor einigen Jahren gesagt, weißt du, was Podcast ist? Und ich sage, du kannst ja anhören. Und er hat mir einen Podcast empfohlen, die erste, wo ich gehört habe, eigentlich Ring gehört habe, das war vom Kai, von Afem Landfunker. Und ja, das war so meine erste Kontakte. Das ist übrigens heute unser Kameramann, der Kai. Wolltest du mal Hallo sagen? Hi. Was war dein schönstes Podcast-Erlebnis? Mein schönstes Podcast-Erlebnis, das war ein Podcast mit meiner Tochter. Und zwar, die hat sich geoutet damals. Das war einer von meinen besten Podcasts eigentlich, dass sie homosexuell ist, also lesbisch. Und das war sehr intensiv und sehr intim. Und das war eins von meinen größten Erlebnissen, muss ich sagen. Podcaster bist du, das hast du gerade schon gesagt. Ja, genau. Mache ich auch seit einiger Zeit, also ein paar Jahre eigentlich schon. Mal mehr, mal weniger. Momentan bezieht sich das nur auf die Podcast-News, podzeller.de. Und hier steht's. Ja, habe auch schon Interviews gemacht und so, unterschiedlich. Aber das ist bei mir immer so ein bisschen Zeitproblem. Okay, das verstehe ich. Was magst du? Oh, jetzt bellen die Hunde. Was ich mag, Natur. Natur pur eigentlich und die Ruhe hier, wo man hat, wenn man gerade die Hunde am Bellen sind. Was magst du nicht? Bellende Hunde. Jetzt wie meine. So schlimm ist das nicht. Ja. Okay, was magst du nicht? Was mag ich nicht? Das ist schwer zu sagen. Alles, was gegen die Menschlichkeit geht. Ja. Im Prinzip. Und wenn du drei Wünsche frei hättest? Gesundheit, Zufriedenheit und Glück. Was wolltest du schon immer mal loswerden? Jetzt hast du die Gelegenheit. Was ich immer mal loswerden will, ist schwierig zu sagen. Also... Komm jetzt nicht mit dem Simon. Nee. Dass jeder Mensch einfach mal ein bisschen friedlicher wird auf dieser Welt. Also ich habe noch ein bisschen globaler Gedanke drin. Also weil es einfach zu hässlich ist teilweise auf dieser Welt. Es gibt zwar sehr, sehr schöne Zeit, aber es ist momentan nicht so schön, wenn man es sich nicht schön macht. Habe ich jetzt schon öfter gehört. Ja. Ich will noch einmal mit dem... So, wir zusammen hier, wir beiden. Genau. Guck mal, ist nämlich auch Handwerker. Der hat eine Hütte gebaut hier. Jetzt einmal kurz. Ja, also muss ich sagen, toll. Für jemanden, der Heimwerker ist, ne? Und das so nicht normal nicht macht in seinem Beruf, sieht das recht ordentlich aus sogar. Ja, passt. Ja. Ja, ich danke, dass du Zeit für mich hattest. Gern. Hat mich gefreut, dass du hier herkommen bist. Ja, das machen wir mal wieder, würde ich sagen. Alles klar. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Der Bob muss jetzt ein bisschen von der Seite sprechen, weil die Sonne von hinten kommt. Aber schadet doch nicht, ne? Geht alles. Es ist ja eine hochprofessionelle Angelegenheit hier und mein Kameramann, ne, nun lauf nicht weg. Ach, jetzt haut der immer ab, seht ihr? Ist wieder weg, jetzt ist er abgehauen. Ah, na komm her, weitermachen. Hier, wofür bezahle ich dich, Junge? Komm, hier. Bisschen was tun jetzt. Ja, nein, natürlich ist das Quatsch. Ich bin alleine im Wald, Mann. Und macht aber nicht weniger Spaß. Gehe ich sowieso immer alleine. Off-topic. Weiter geht's. So, also als nächstes kommt es natürlich drauf an, ihr braucht einen Webhoster. Ihr müsst irgendwo, ihr braucht keinen Webhoster. Was ein Quatsch, der Bob erzählt. Ihr braucht Webspace. Ihr braucht erstmal Platz im Internet, wo ihr euren Podcast hochladen könnt. Ich kann euch da nichts empfehlen. Ich will euch da nichts empfehlen. Guckt einfach. Ich weiß nur, dass Linkel ganz gut ist. Da könnt ihr also Webspace bekommen mit 10 Domains sind da inklusive, hab 250 GB Platz und so kleine Eckdaten, weiß ich jetzt aus dem Kopf, mehr weiß ich an der auch nicht mehr. E-Mails, ich glaube, ohne Ende. Ihr könnt,
guckt euch das mal an. Schaut mal bei mir auf dem Blog vorbei, bobsonbob.de. Darf ich hier Werbung machen für mich selber? Geht das denn klar? Ja, ich glaube schon, ne? Naja, auf jeden Fall könnt ihr da mal schauen, so als Beispiel. Dann habt ihr erstmal den Platz da. Den Platz und der Anbieter guckt halt, dass eure Datenbanken und alles immer so ein bisschen up-to-date sind. Der glotzt ja immer mal drüber, das, wegen Hacker und Cracker ist das ganz gut. Wenn ihr jetzt selber euch nur einen Server oder rein Webspace kauft und das alles selber verwaltet, also mir ist das zu gefährlich. Ich habe halt diesen Profi da am Start und es kostet irgendwie 9 Euro im Monat. Für eins meiner liebsten Hobbys ist mir das nicht zu viel Geld. Guck mal, wenn ich angeln gehe, was kostet so ein Jahresfischereischein? Wenn du einen guten Verein hast, zahlst du auch 120 Euro, oder? Gut, ich bin Veganer, ich gehe nicht angeln, aber ich habe das mal gemacht und ich weiß, was sowas kostet. Und es ist bestimmt nicht billiger geworden, könnte mittlerweile auch teurer sein. Was soll's? Genau, Webhosting. Da müsst ihr dann, wenn ihr den Speicher habt, müsst ihr sehen, dass ihr dort ein WordPress installiert. WordPress ist eigentlich so das Beste und Einfachste, um eben mal schnell einen WordPress-Blog, also eine Blogstruktur aufzubauen, wo ihr nach und nach posten könnt und das dann immer weiter hoch oder vielmehr die alten Posts runterrutschen. Wisst ihr, wie ich meine, ne? Könnt wieder einen neuen Beitrag geben und dann die alten Beiträge rutschen dann weiter zurück. Und ja, das könnt ihr schon mal machen. Dann habt ihr das WordPress installiert. Das WordPress alleine geht auch schon fürs Podcasten. Es gibt auch Podcast-Player drauf. Aber was ich noch gemacht habe, ich habe mir den Podlove Publisher drauf gemacht. Der Tim Pritlove hat das vor, einer der größten und wirklich in meinen Augen einer der größten, was Podcasts angeht in Deutschland, ja. Der hat dieses Programm mit ein paar Freunden entwickelt und dieses Plugin, und wenn er das installiert, dann habt ihr da automatisch eine Schnittstelle. Ihr geht auf diese, in euer WordPress, in dieses Backend quasi, wo ihr dann so Sachen einstellen könnt. Zum Beispiel die Farben vom Hintergrund, Bilder reinmachen und so weiter. Dort könnt ihr dann einen neuen Beitrag machen und braucht eigentlich nur noch die Datei anklicken, eure Audiodatei, die ihr als WAV-Format, ja vorher mit dieser DAW, was ich euch erzählt habe, auf die Platte geladen habt, braucht ihr nur noch anklicken und ladet die dann mal zu Auphonic hoch. Der hat eine Schnittstelle für Auphonic. Das geht vollautomatisch. Auphonic nimmt sich dann von eurer Platte diese Datei. Wie gesagt, ich bin nicht auf Auphonic-Seite, ich bin nur in meinem WordPress-Blog. Sagt dem, die Datei ist es. Auphonic holt sich die Datei dann, wandelt die um, speichert die gleich bei euch auf eurem Webspace und verknüpft die Datei, also der Podlove Publisher verknüpft diese Datei mit eurem Beitrag. Ihr schreibt noch ein paar Sätze dazu und fertig ist der Podcast, ne? Das Ganze wird dann veröffentlicht. Ja, und da komme ich gleich als nächstes zu. Aber jetzt kommt erstmal einer meiner besten Freunde und Podcast-Kollegen, der Reden. Naja, hoffentlich sieht er das genauso wie ich. Der Reden möchte sich jetzt vorstellen. Das passt nämlich ganz gut, weil ich habe ja gerade von der Pod-WG erzählt. Ja, das hat dieser Mann hier gemacht. Ja, herzlichen Dank dafür. Ja, ich bin der Redinger, aka Sven Hock. Der eine oder andere kennt mich vielleicht vom Redinger Podcast. Was war dein erster Kontakt zum Podcast? Mein erster Kontakt, das war, ich meine, 2008 rum. Da habe ich damals das iPhone 1 oder das erste iPhone gehabt und bin halt da über Podcasts gestolpert, weil ich damals meine IT-Ausbildung angefangen habe und habe einfach mal in der Suche da IT eingegeben und dann sind wir dann damals die drei Vogonen vorgeschlagen worden. Und dann habe ich erstmal geschnallt, was ist denn überhaupt der Podcast, was sind die drei Vogonen und wie das halt so zusammenspielt. Und seitdem bin ich eigentlich Feuer und Flamme ja für Podcasts. Was war dein schönstes Podcast-Erlebnis? Mein schönstes Podcast-Erlebnis, das war eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir im Garten draußen, wo wir uns alle mal in Real Life gesehen haben, wo ihr mich besucht habt. Wo der Kai da war, wo du da warst, wo der Roland noch da war und wir uns im Real Life alle gesehen haben, schön gegrillt haben, was gegessen haben.
Es war geil. Es hat gar nichts jetzt mit Podcasten so an sich zu tun gehabt, sondern die Leute. Sagen viele, ja. Du bist ja Podcaster. Ich, sagen wir mal so, ich bin Podcaster, auch wenn ich aktuell keinen aktiven Podcast habe. Wie heißt oder wie hießen deine Podcasts? Das bekannteste oder der bekannteste Podcast war wahrscheinlich der Radinger.de Podcast. Den haben wir 6 Jahre lang, jetzt haben wir den durchgezogen, sag ich mal. Jeden Dienstag, 19 Uhr, hat es eine Live-Sendung gegeben, also auch mit Stream und mit Chat. Und ansonsten gab es halt noch so kleine Nebenpodcasts, wie zum Beispiel Bushpod. Das war aber mehr so ein Ausreißer, da hat es genau eine Folge gegeben. Da war ich wegen leicht übermotiviert damals. Und auch so Sachen wie Podrevue und so, aber das sind alles Podcasts, die sind schnell wieder eingestampft worden. Was magst du nicht? Was ich nicht mag, wenn man das jetzt mal auf die Podcast-Szene bezieht, was ich absolut nicht mag, das sind Podcasts, die sich oder das Thema Sex und Sexualität haben. Wenn dann irgendwelche Leute von Dingen erzählen wie, ja, ich war mit dem im Bett, ja, und das gefällt mir beim Sex und so. Und das sind alles so Themen, das sind einfach so Bitchen-Themen, keine Ahnung. Das, sowas will ich nicht hören. Das ist nicht mein Klientel, sowas zu hören. Also das bug ich nicht. Und ich habe ja auch die starke Vermutung, das machen die Leute bloß, um möglichst viele Downloads zu generieren. Vielleicht nur ein kleines Beispiel dazu. Das ist das gleiche wie auf YouTube. Sorry mal. Auf YouTube, da gibt es immer Videos, da steht dann immer dort, wird sie das Hemd heben, als Beispiel. Und dann sieht man irgendwie eine Frau, die diesen hier macht. Aber von diesen hier siehst du kein einziges in dem ganzen Video. Und genauso, was ist das auch? Hauptsache Downloads und Klicks. Und was magst du? Was ich mag, sind eigentlich so ehrliche Podcasts. So einfach ein paar Kumpels, sie hügen sich zusammen, nicht irgendwie professionell mit Tonstudio und das ganze Geschmarri. Die hügen sich einfach zusammen, plaudern, nehmen das Ganze auf in einer möglichst halbwegs guten Qualität, sag ich mal. Die muss ja nicht perfekt sein und reden über das Leben, reden über Erfahrungen, was sie gemacht haben. Ja, einfach ehrlich und nicht irgendwie dann auch so Geschmarri wieder mit Produktplatzierung und so ein Mist. Brauchen wir nicht. Wenn du 3 Wünsche frei hättest. Genau, das ist eine Frage, da haben wir ehrlich gesagt so keine Gedanken drüber gemacht, aber ich denke mal, was ich mir wünschen würde, wäre erstmal Gesundheit. Gesundheit für meine Family und Freunde, die ich halt kenne und Bekannte. Ja, und vielleicht nur ein bisschen Geld, weil heutzutage leider Geld für meist alles die Lösung ist. Ja, oder gibt es noch irgendetwas, was du gerne mal loswerden möchtest, was du mir erzählen möchtest hier? Irgendwie, was ich gedrückt oder zu loswerden möchte. Naja, wenn ihr mal Lust habt, einmal einen Podcast aufzunehmen, ohne großartig irgendwie euch in die Software oder Tools einzuarbeiten oder mit Leuten mal einfach online reden wollt, schaut doch mal auf podwg.de vorbei. Das ist so ein kleines Community-Projekt, was ihr da betreibt. Das ist im Endeffekt nichts anderes wie an der Teamspeak-Server, wo sich Leute drauf treffen können, um zu quatschen. Thema muss nicht unbedingt nur Podcast sein, das kann auch alles Mögliche sein. Es gibt Leute, die treffen sich da abends als Art Stammtisch, sag ich mal, und plaudern da einfach, trinken gemütliche Biere haben und quatschen mit den Leuten. Es ist halt etwas cooler wie Skype, sag ich mal, weil halt einfach mehrere Leute in einem Raum sitzen können und miteinander sprechen können. Schaut mal vorbei, podwg.de. Seht ihr wohl, das war der Typ. Der ist dafür verantwortlich, dass ich im Teamspeak-Server so viele nette Leute kennengelernt habe. Der hat mich da so ein bisschen reingebracht in diese ganze Truppe. Damals angefangen bei der Pod-Union mit vielen, vielen netten Leuten. Da habe ich ja ich habe so viel liebe Leute da kennengelernt. Ich will jetzt keinen Einzelnen nennen, weil dann tue ich den anderen wieder allen Unrecht. Ne? Aber ihr wisst, wie er meint es. Ganz bestimmt wisst ihr das. Also kommt einfach mal auf die Pod-WG und ja, schaut mal rein. Die Empfehlung kann ich euch nur geben.
Und wenn ihr irgendwie podcasten wollt, könnt ihr natürlich gerne Fragen stellen. Meinetwegen auch hier unterm Video, wobei das nicht ganz so schön ist. Besser wäre eigentlich eine E-Mail an info@bobsonbob.de. Dann würde ich nach meinem Wissen und Gewissen euch schnell eine Antwort geben. Das ist so ein Deal, ne? Zum Webspace wollte ich noch kurz was loswerden. Und zwar gibt es da noch die Möglichkeit, direkt zu hosten. Das heißt, es sind Hoster im Internet, wo ihr den Blog oder eure Datei direkt hochladen könnt. Braucht nur einen Text dazu schreiben und braucht euch nicht um das WordPress kümmern oder um den Publisher und habt ein bestimmtes Kontingent jeden Monat, wo ihr dann da so verschiedenste Zahlen, was weiß ich, ihr könnt jeden Monat 3 Stunden Podcasts hochladen, beispielsweise. Und das wird dann jeden Monat wieder neu aufgefüllt und so weiter. Wird ordentlich dargestellt und ihr braucht keinen WordPress-Blog oder so. Und ja, habe ich anfangs gemacht mit den ersten 100 Folgen, war dann aber doch relativ enttäuscht, weil das ab und zu mal offline war. Und müssen die neuen jetzt nicht, weiß ich nicht. Um mal schnell anzufangen und es ist einfach, ja. Aber wenn ihr euch dazu entschließt, das wirklich festzumachen, dann solltet ihr auf jeden Fall einen eigenen Webspace haben, eigenes WordPress und einen eigenen, ja, eine eigene Internetseite einfach. Nicht auf der Seite irgendwelche anderen posten. Geschmackssache. Meine 5 Cent, nur meine 5 Cent. Ja, so. Als nächstes möchte ich nochmal zu den Landfunkern zurückkommen und einer der wirklich, der, also es ist nicht, das ist der coolste Landfunker überhaupt, der Simon. Guck mal, in dem Video jetzt, ja, er ist cool, aber wenn ihr den im Podcast hört, da dreht er richtig auf. Also richtig, das ist eine Maschine vor dem Herrn, ehrlich. Aber guckt mal selbst, so Simon, bitteschön. Und danke fürs Dabeisein. Wer bist du und wo kommst du her? Ich bin Simon, aka Sippels Freund, und komme aus der schönen Vorderpfalz, wie meine Podcast-Kollegen immer sagen, aus dem wunderschönen Meckenheim. Aus Meckenheim? Meckenheim ist? Ein kleines Weindorf an der Weinstraße im Pfälzischen gelegen. Was war dein erster Kontakt zum Podcast? Mein erster Kontakt zum Podcast war ganz klar der Reingemacht-Podcast von Robs und Broxy aus Hamburg, ein Fußball-Podcast. Damals war ich noch ganz begeisterter Fußballer und Fußball-Fan, sage ich mal. Und die haben jede Woche eine neue Folge rausgehauen und da war ich dann Feuer und Flamme. Und was war dein schönstes Podcast-Erlebnis? Schönste Podcast-Erlebnis war eigentlich auch so das erste dann mit den Jungs von Hobbs und Proxy in Hamburg, das Hörertreffen. Das war 2014 oder so, oder noch länger her wahrscheinlich sogar. War ein sehr, sehr schönes Erlebnis damals. Wir sind alle nach Hamburg gefahren, aus der ganzen Republik. Ganz, ganz viele Hörer und war spitze. Du bist Podcaster? Ich bin Podcaster, ja. Mittlerweile kann ich das auch von mir behaupten. Ich arbeite quasi bei den Landfunkern mit und ja, wir sind die Landfunker. Dann hatte ich das. Was magst du nicht? Was ich nicht mag, ist Unehrlichkeit. Ganz einfach gesagt. Ehrliche Menschen sind mir am liebsten. Und was magst du? Was ich mag? Naja, das Gegenteil natürlich. Ehrlichkeit, Authentizität mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag, wenn man so spricht, wie einem die Nase wächst. Ich mag alles eigentlich, was so authentische Menschen eben ausmacht. Wenn du 3 Wünsche frei hättest? Naja, dann würde ich mir auf jeden Fall mal wünschen, dass das Thema Podcast in Deutschland noch ein bisschen bekannter wird. Dann würde ich mir für mich persönlich natürlich Reichtum wünschen, indem ich heute Abend den Lotto-Jackpot gewinne und jetzt durch Podcast Millionär werde. Vielleicht kann man das ja dann hauptberuflich machen mit so 1-2 Projekten. Und drittens, naja, Gesundheit wäre essentiell, denke ich. Als letztes, was wolltest du schon immer mal loswerden? Naja, was ich schon immer mal gefragt werden wollte, das ist eine gute Frage, Bob.
Das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich bin immer ein offener Typ und wenn mich jemand was fragt, dann antworte ich, so wie du es jetzt gemacht hast. Von daher, es gibt keine wirklichen offenen Fragen bei mir. Wer was wissen will von mir, kann mich anschreiben. Ich bin für eine Antwort bereit. Okay, dankeschön. Gerne. Lieber. Ciao, Bob. Tschüss. Ja, so langsam neigt sich das Ganze schon zum Ende hier wieder. So ein Film ist schnell um, ne? Ich sag jetzt nicht, dass ich noch einen mache. Aber es könnte passieren. Ja, ich habe mir lange, lange Zeit gelassen, weil diese Geschichte mit diesem Film, dieser Podcast-Film, die Idee stammt nicht von mir. Die Idee stammt nicht von mir. Der Marc Litz, ich mag das in dieser Richtung hier einmal nennen, der möchte einen Podcast-Film machen und ist da schwer bei. Und ja, ich habe immer noch gewartet. Ich dachte, naja, gut, du willst dem jetzt nicht vorher da irgendwie in die Quere kommen, aber kann ich auch gar nicht. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Kaliber sicherlich. Und ja, ich habe es jetzt einfach mal fertig gemacht. Bitte, das ist Asche über mein Haupt. Ich habe euch noch was zu erzählen, und zwar, was noch wichtig wäre bei der Podcasterei, und das wird oft unterschätzt, Social Media. Ihr müsst euren Kram, wenn ihr podcastet, müsst ihr teilen. Ihr müsst sehen, dass das überall müsst ihr mit eurem Podcast publik sein. Also das ist egal, ob das jetzt Twitter ist, ob das Facebook ist. Ich weiß, viele wollen bei Facebook nicht unbedingt, Facebook ist böse. Hey, Twitter ist auch böse. Die sind alle böse. Die wollen alle Geld machen. Das ist doch klar, ne? Dann poppen da immer wieder mal noch andere Social-Media-Netzwerke auf. Und seid einfach dabei. Auf ins Getümmel. Macht euren Podcast publik bekannt. Dass jeder muss von euch gehört haben. Und je mehr von euch hören, je mehr werdet ihr finden, die euch mögen. Klar gibt es auch immer mehr Hater, die ihr findet, aber im Schnitt könnt ihr nicht verlieren. Ihr könnt nicht verlieren, wenn ihr podcastet. Es ist immer irgendwo jemand, der sich euren Podcast anhört und euch mag. Ist so. Ne? Also ich habe viele Leute kennengelernt. Ganz, ganz viele Leute übers Podcasten. Und ich würde sagen, also weit über 90% dieser Leute sind in Ordnung. Das ist unglaublich. Das ist so toll. So eine tolle Gemeinde. Und ich kann euch nur die Empfehlung geben, fangt einfach an. So, und weil ich jetzt mit vielen, vielen netten Leuten aufhören möchte, kommt jetzt der Mensch, der mir von allen Podcastern wirklich am meisten ans Herz gewachsen ist. Jetzt kriege ich gleich Pipi in die Augen. Jetzt muss ich mich beeilen. Der Kai. Ich habe den Kai als letztes genommen, weil keiner will der Letzte sein. Und der Kai ist mir einfach so wichtig. Das ist so, der kommt als letztes und das ist wirklich in Ordnung, weil das Beste immer zuletzt kommt. Nein, das ist alles böse, das sind nur meine 5 Cent. Ihr seid alle gut. Verdammt, ich verdrehe mich hier schon wieder. Aber wisst ihr, wie ich das meine, ja? Ja, das ist, ach man, das darf man auch nicht machen. Jemanden so hervorheben, aber es ist für mich einfach eine Herzenssache. Ja, jetzt nur für mich so, ja, okay? Ihr seid alle lieb und ich habe euch wirklich alle gerne und ich danke euch echt sowas von, dass ihr da mitgemacht habt bei diesem tollen Projekt. Und ich bin gleich nochmal kurz da, um mich zu verabschieden. Aber jetzt kommt erstmal der Planet Kai. Ich bin der Planet Kai und ich komme aus dem Hunsrück. Was war dein erster Kontakt zum Podcast? Das war damals mit meinem iPod Touch. Hatte ich mal so die Podcasts durchsucht und den ersten Podcast, den ich so abonniert hatte, war der Radio Tatort. Und danach kam gleich der Kastenfisch Podcast als erster Personal Podcast. Was war dein schönstes Podcast-Erlebnis? Ja, das war damals, als wir uns kennengelernt haben, lieber Bob. Und das war bei Raiden im Garten, damals mit dem Roland noch zusammen. Du bist auch Podcaster? Ja. Wie heißen deine Podcasts denn? Ja, mein Personal Podcast ist der Planet Kai Podcast und dann bin ich noch Gründer und Mitglied des Landfunker Podcasts, den ich damals mit dem Mike zusammen ins Leben gerufen habe. Ich war Teammitglied beim Ratinger.de Podcast, beim Blablabla Podcast und bei das Podcasting.
Was magst du nicht? Streit. Was magst du? Ja, die ganzen netten Menschen, die ich hier so kennenlernen durfte. Das mag ich sehr. Wenn du drei Wünsche frei hättest? Hätte ich nur einen der drei Sachen befasst, nämlich ein langes, glückliches und gesundes Leben. Sehr gut. Was wolltest du schon immer mal loswerden? Ja, ich wollte einmal mal Danke sagen für all die Leute, die ich so durchs Podcasten kennenlernen durfte. So die Podcaster hinter dem Mikrofon, wie auch die Hörer an den Podcast-Empfängern, den Podcatchern sozusagen. Dankeschön. Hat wirklich tolle Kontakte gegeben in der Zeit, in der ich die Podcasts oder Podcasts mache. Vielen Dank. Ich danke dir auch. Ups, jetzt muss ich ein bisschen so machen, dass wir zusammen drauf sind. Wir sind zusammen am Boostalsee. Genau. Das ist im Saarland. Im Kreis St. Wendel. Und ja, wie man sieht, landschaftlich super gelegen. Kann man auch Urlaub machen. Wir machen mal so eine Runde. Ja. So. Können wir mal so ein bisschen zeigen. Hier gibt es auch einen Centerpark irgendwo. Genau, ja. Der liegt da hinten, der Centerpark. Das können wir jetzt so nicht sehen. Ja, sieht man jetzt auch nicht. Der liegt da hinten ums Eck praktisch. Ja, kann man Urlaub machen. Und ja, ist richtig schön hier. Vor allen Dingen im Sommer, wie auch jetzt hier im Herbst, auch noch schön, wenn das Wetter mitspielt. Super. Dankeschön, dass du mir das gezeigt hast. Ja, danke dir, lieber Bob, für den Film. Bis später. Ciao. Tschüss. Seht ihr wohl, das war der Kai. Na toll gemacht. Also, wie gesagt, man gewinnt durchs Podcasten mehr als man kann nicht verlieren. Geht eigentlich nicht. Du nimmst halt was auf und es hört sich keiner an. Ja, dann hast du verloren. Was hast du verloren? Die Zeit? Nicht mal, denn für dich ist es ja immer da. Und alles gut. Fangt einfach an, macht was. Und ich wiederhole mich, ich weiß, man kann ganz, ganz viele Freunde gewinnen und du kannst nicht verlieren. Super, super, super Hobby. Ich mache das immer noch sehr, sehr gerne. Gehe immer mehr mal ein bisschen auch zu YouTube rüber, aber es ist wirklich ein geiles Hobby. Wirklich. So. Ich komme jetzt zum Ende. Leider ist die Zeit schon wieder um. So ein Film sollte ja auch nicht ewig lange gehen, aber ich möchte mich nochmal wirklich bei allen Leuten bedanken, die mitgemacht haben, die mit mir da die Zeit gefunden haben, ein bisschen was aufzunehmen und mitgemacht haben bei diesem Projekt hier. Vielleicht gibt es mal wieder was. Oh, jetzt stürmt es ein bisschen. Na, hoffentlich kann das Mikrofon das ein bisschen verarbeiten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in der Zukunft und ich hoffe, dass ich von euch höre, wenn ihr dann euren eigenen Podcast-Film macht vielleicht. Bis dahin, haut rein. Ciao, euer Bob.